Ich habe so ein Brennen in der Brust. Ich muss mal kurz anmerken. Ich habe mein Logo bewusst gewählt. Also so wie mein Logo aussieht, geht es mir gerade so gefühlstechnisch. Es geht darum, ich habe im Gehirn mehrere Nervenübertragungsstörungen und so Sachen wie... Ja... Also das... In der Brust. Ich habe ein immenses nervenbedingtes Stechen. Es glüht. Es ist wie ein scharfes Messer in deiner Brust drin, was stechend auf jeden Fall. Es strahlender Schmerz. Es ist nervenbedingt. Es ist aufgrund von Hirnschaden. Ich habe es jetzt zum ersten Mal auf Video. Ich habe das häufiger zuvor erlebt. Und das ist gerade immens intensiv. Ich habe eine Zigarette geraucht. Nikotin ist ein Nervengift. Und im Gehirn. Es führt dazu, dass diese Nervenschäden... Wenn du Alkohol trinkst, ich schrei. Wenn ich zu viele Steine geraucht habe, ich schrei noch nicht. Aber nach Stunden, nachdem ich die Scheiße verstoffwechsel, stell dir vor, ich schrei. Ich habe so ein stechendes, strahlendes Schmerzen in der Brust. Viele würden denken, sie hätten einen Herzinfarkt. Aber das ist eine Nervenübertragungsstörung. Und ich hab's im Kopf manchmal, wenn ich mich an den Kopf reibe, so, dann fange ich zum so Stottern übel an, ne? Weil im Kopf auch übel so Sachen sind, ne? Wenn ich das reibe, da habe ich es im Kopf, dieses Gefühl in der Brust, es ist im Kopf, da habe ich es in der Brust, jetzt gerade in der Brust, es ist nichts am Herzen, es ist eine Nervenübertragungsstörung, ne? Musst dir vorstellen. Es ist wie ein heißes Messer, was dir reingestochen wird und der Schmerz, der strahlt in alle Bereiche deines Körpers. Ich sag's dir, das Logo, was ich habe, es kannst dir ungefähr zeigen, wie es sich anfühlt. Es tut sehr weh, aber es ist nicht gefährlich. Wenn du die Sachen bei Google aufsuchst, dann wird dir zur Psychiatrie verwiesen. Also du kannst dir da nicht helfen lassen. Es sind Nervenschäden im Kopf. Du kannst keine Operation, du kannst die Nerven nicht wiederherstellen. Es ist eine Übertragungsstörung und vieles weiteres. Das Gehirn ist verwirrt. Es sendet Signale falsch. Du tust Schmerzimpulse vortäuschen. Dein Körper täuscht Schmerzen vor, weil er eine Fehlleitung... Verfickte Scheiße, ne? Das fühlt sich so intensiv an. Und exakt das, wenn du es im Kopf hast, das ist genau das, was ich Schlaganfall genannt habe. Du hast es im Kopf drin, dieses... Und das ist aus dem Kopf kommend. Dieses, was ich gerade im Herz stechen habe, so intensiv kannst du es im Kopf haben. Also im Kopf oder am Hals oder am Herz. Es ist wirklich wie ein Nuklearreaktor, der in deiner Brust, Alter, ohne Scheiß, ein Messer und so weiter, ne? Es ist wirklich einer der... Es ist sehr scharf stechend und es tut übelst weh, aber der Schmerz ist nicht real, es ist nervlich bedingt. Wenn du Schmerzmittel nehmen würdest, das würde nichts bringen. Du kriegst so Ticks in deinem Kopf, du kannst Medikamente nehmen und du kriegst die Kicks, weil dein Gehirn Fehlsignale sendet, dein Gehirn sendet falsche Signale. Du nimmst Schmerzen wahr, die gar nicht existent sind. Und das ist richtig stechend, scharf, heiß, strahlt aus in mehrere Richtungen. Es fühlt sich an, als wenn es ein Herzinfarkt wäre, aber es ist eine Nervenübertragungsstörung. Das, was sich bei mir wie ein Schlaganfall angefühlt hat, war eine Nervenübertragungsstörung im Gehirn. Ich habe geschrien um mein Leben, habe gedacht, ich muss mich gerade hinlegen. Was ist passiert? Ich habe weder Bewusstsein verloren, noch Gleichgewichtsstörungen bekommen. Ich habe keinen Teil meines Körpers, war schwierig zu bewegen. Du musst dir vorstellen, es ist sehr unangenehm. Und es kommt nicht darauf an, ob ich Drogen nehme oder nicht. Es kann am helllichten Tag sein, ich kriege eine Schreiattacke. Und dann merkst du, okay, dieser neurologische Schaden macht sich gerade wieder irgendwie bemerkbar. Es ist eine Nervensignalübertragungsstörung, kurz gefasst. Ich habe es als Schlaganfall fehlinterpretiert. Ich habe im Internet anfangs keine Informationen darüber gefunden und habe behauptet, es wäre ein Schlaganfall, weil so hat es sich für mich angefühlt. Stell dir vor, dieses immense Stechen im Herz gerade. Viele würden denken, sie hätten einen Herzinfarkt, aber ich bleibe da ganz locker. Ich schreie zwar heftig, weil es sehr schmerzhaft ist, aber das Herz, es tut gar nicht mal weh. Es kommt aus deinem Kopf.
Du hast eine Signalübertragungsstörung. Du nimmst falsche Impulse wahr. Ich habe es endgültig herausgefunden, woher diese Schreiattacken kommen. Ich kann so viel API, HP nehmen, wie ich will. Während ich drauf bin, passiert nichts. Aber ich bin gerade auch wieder am Runterkommen von dieser Substanz. Und beim Abbau der giftigen Stoffe ist es sehr exzessiv. Ich sag's dir, es fühlt sich an wie sehr heftiger Sonnenbrand. Es ist scharf, es fühlt sich heiß an wie ein Messer in der Brust oder im Kopf. Wenn du das gerade am Kopf hast und so an deiner Kopfhaut rumspielst, ne, dann kann es sein, dass du so Stotteranfälle bekommst, weil du auf der Kopfhaut diese Abbauprodukte hast, meiner Meinung nach, die sich im Kopf sammeln können. Dein Körper weiß manchmal nicht, wohin mit dem Abfall von dem Scheiß, den du konsumierst. Die Entgiftungsorgane sind voll damit. Dann geht's halt ins Gehirn und Herz und das lagert sich ab. Deine Transporter-Eigenschaften in deinem Körper sind, glaube ich, nicht gut darin, sehr, sehr schwere Substanzen zu transportieren. Und deine Niere, die kann sich auch sehr heftig stechend anfühlen. Es könnte, mir kommt es manchmal vor, als wenn ich Nierensteine hätte. Aber weißt du, was los ist? Meine Niere, die ist ein bisschen warm. Aber ich habe Nierenwerte, kein Problem. 3 bis 5 Gramm kannst du nehmen, über mehrere Stunden verteilt. 3 bis 5 Gramm wären initial von API, HP tödlich. Auf einmal. 3 bis 5 Gramm am Tag wäre viel. Aber deine Organe würden das mitmachen. Diese ganzen Pyrolysestoffe, diese ganze Scheiße, die scheidest du aus. Aber mit der Zeit, es landet einiges im Gehirn, was du verstoffwechselst. Über der Kopfhaut, also unter der Kopfhaut, also außerhalb des Gehirns. Weil das Gehirn, es spült Sachen nach außen, aus dem Gehirn raus. Das Gehirn ist sehr heftig darin, Giftstoffe zu entfernen aus dem Gehirn raus. Und die lagern sich oben am Kopf ab, weil du die, der Körper weiß nicht, wohin damit. Und ich hatte das auch hier, dass die Lymphknoten sehr heiß werden konnten. Also ich habe hier im Bereich der Arme manchmal so den Drang, nämlich so richtig zu kratzen. Oder die Füße werden sehr warm. Also irgendwas beinhalten, was die Lymphknoten meiner Meinung nach auch richtig erhitzt und glühen lässt. Es fühlt sich wirklich an wie Kohle in deinen Schultern. Und das Herz, es ist scharf am Stechen. Und du fängst an zu schreien, so heftig ist die Signalübertragungsstörung. Aber ich muss anmerken, ich habe so mehrere 100 Gramm Cathinone konsumiert in meinem Leben. Ich konsumiere gerade sehr gefährliches API, HP. Und ich konsumiere auch gefährlich viel. Ich sag so, eine Pfeife am Tag wäre nicht mal verwerflich, aber bei mir ist so, ich rauche das den ganzen Tag, bis ich die erste Schreiattacke bekomme. Und die halte ich aus und ich mache dann trotzdem weiter. Und danach das Problem ist, wenn du das verstoffwechselst und die Giftstoffe langsam abgebaut werden, dann kriegst du einen stechenden Schmerz. Es ist strahlend, es strahlt aus. Aber das ist nicht da, an dieser Körperstelle, wo du es spürst. Du kannst ja, wenn du es an der Brust wahrnimmst, du kannst dir da drüber reiben, wie du willst. Es hat sich anfangs für mich nach Herzinfarkt angefühlt. Am Kopf fühlt es sich an wie Schlaganfall. Ne? Und meine Füße werden dabei nicht mal kalt. Also ich bin so stimuliert, dass ich nicht mal kalte Gliedmaßen bekomme. Und körperlich, ich habe zwar leicht erhöhten Puls, aber ich bin weit von Schlaganfall und Herzinfarkt entfernt. Das Herz, es wird sehr heiß, wenn man zu viel davon nimmt, wenn es toxische Eigenschaften hat. Weil eigentlich ist es eher betäubend, aber es kann auch sehr erwärmend und eher so richtig. Wie, ich weiß nicht, wie man das beschreibt, aber du merkst es beispielsweise, wenn du es konsumierst, so die inneren Organe, die werden sehr warm davon. Eigentlich sollte es eher betäuben, also das ist sehr giftig manchmal, was man bekommt. Passt auch beim Umgang mit höchstwahrscheinlich Leute. Diese Schreiattacken, ich habe die anfangs wirklich für Schlaganfälle gehalten. Und es ist danach, nach dem Schema der Chakra-Verläufe, am Kopf hat es angefangen, oben an der Schädeldecke. Ne, dann hat es seitlich irgendwann angefangen. Ich habe mir da mit der Zeit gerieben und ich habe gemerkt, wenn ich daran reibe, es wird intensiver, so irgendwas da, wenn du daran bewegst, es wird intensiver. Dann hatte ich es seitlich am Hals, dann hatte ich es an den Schultern, danach hatte ich es am Herzen. Und das ist das, was ich euch erzählen möchte, wenn man zu viel Wechselstämmiges genommen hat. Ich weiß nicht, ob das speziell aktuell an den Qualitätsschwankungen liegt oder so ein Scheiß, ob die schlechter sind wie früher oder ob die gezielt so schädlich sein müssen, dass sie fatale Auswirkungen haben. Aber ich sag mal so, 300 Gramm Cathinone plus minus ins Gehirn rein innerhalb von 3 Jahren, so da das Gehirn ist, erfährt Schäden früher oder später. So, du tötest nicht nur Gehirnzellen, du verursachst in einigen Hirnarealen sehr viel Schaden und danach ist es für das Gehirn schwierig, Signale richtig zu übertragen. Es ist eine Signalübertragungsstörung, ich habe es jetzt herausgefunden. Es ist ein strahlender Schmerz. So wie mein Logo aussieht, so fühlt es sich an. Es ist sehr scharf. Macht's gut, Leute. Ich hoffe mal,
Ihr wisst Bescheid, es gibt keine Schlaganfälle, es gibt keine Herzinfarkte. Es gibt nur Schreiattacken und Nervenübertragungsstörungen. Fehlverbindungen im Gehirn. Also dein Gehirn sendet falsche Signale. Du machst es wegen falschen Signalen, die im Gehirn gesendet werden. Der Schmerz ist nicht real. Das sind Impulse, die falsch gesendet werden. Ich habe es endgültig gepackt. Ich hoffe, ich konnte es jetzt. Ich habe endlich die finale Aufzeichnung gepackt. Ich habe wochenlang nach diesen Zuständen gegeiert und habe sie nie auf Kamera bekommen. Also Leute, passt auf. Nehmt nicht zu viele Drogen. Alles Gute euch.